Es ist ein Hobby, das immer beliebter wird, der Betrieb von Drohnen. Studien zufolge könnten Drohnen in 10 Jahren bereits 10% des Luftfahrtmarktes in der EU kontrollieren. Doch nicht jeder Drohnenfan weiß um die Probleme. Oft kommen Leute zu mir und sagen, sie wollten eine kleine Drohne kaufen, weil sie Spaß am Filmen haben, so Alain Stevens vom Modellclub Chauffour in Frankreich. Aber diese Leute machen sich nicht klar, dass Drohnen gefährlich sein können, wenn es einen Unfall gibt. Und solch ein Unfall kann dramatische Folgen haben. Très dangereux même parce que on peut avoir un accident on va dire toujours l'accident est bête mais il pourrait être à des conséquences dramatiques. In dieser Woche will das Europäische Parlament den Luftraum sicherer machen mit einer Abstimmung über neue Regeln zur zivilen Luftfahrt. Julien Langelet ist Hobbymodellbauer. Er kennt sich aus und erklärt, um was es geht. Man darf bei sich zu Hause eine Drohne von bis zu 1 Kilo Gewicht in einer Höhe von maximal 10 Metern fliegen lassen, aber nur ohne Kamera, denn es soll vermieden werden, die Nachbarin beim Sonnenbaden zu filmen. Das hat durchaus Sinn. Weniger dagegen die übertriebene 10-Meter-Regelung. Denn wenn ich eine Drohne habe, bin ich bei mir zu Hause. Da brauche ich keine Begrenzung. Die neuen Regeln schreiben eine Maximalhöhe vor, um Zusammenstöße mit der kommerziellen Luftfahrt zu verhindern. Beschränkungen dienen zudem dazu, Verletzungen zu vermeiden. Auch sollen Drohnen in der Nähe von ausländischen Botschaften und Kernkraftwerken nur bedingt fliegen dürfen. Aber sind solche Regeln wirksam? Nehmen Sie etwa einen Führerschein. Der hindert Sie auch nicht daran, mit 200 über die Autobahn zu rasen. Dennoch ist es verboten. Eine Erlaubnis für eine Drohne zu haben, wird uns nicht vor denjenigen schützen, die sich um die Sicherheit anderer nicht scheren. Und deswegen sind Regeln wünschenswert.